deiner Bilder beschäftigen sich mit der Frage nach der Individualität, ob Individualität überhaupt existent sein kann, weil ein Individuum durch seine Umwelt entsteht. Alle äußeren Informationen werden verarbeitet und dadurch entsteht eine sogenannte eigene Meinung. Obwohl dieses Gedankengut niemals trennbar ist von diesem Pool, in dem so ein Individuum schwimmt. Und daher ist es die Frage, ob es überhaupt möglich ist, das Individuum herauszufiltern. Indem er jetzt eine Schicht einbaut, eine Trennschicht zwischen dem Individuum und der äußeren Einflüsse, diese Fassade verschließt, Augen, Mund, Nase verschlossen, Ohren verschlossen. Es entsteht sozusagen ein Druck innerhalb dieser Verschlossenheit, wo diese vorgefertigten Vorstellungen, wie ein Mensch zu sein hat, in Frage gestellt werden, wo sie experimentell aufgebrochen werden und dadurch eine undefinierbare Wesenheit entsteht, die durch diesen äußeren Mantel dringen will. Obwohl dieser Schutzmantel eben eine, wie der Name schon sagt, eine schützende Wirkung hat. Je nachdem, wie stark dieser Schutz ist, desto störender wirkt er auch. Und es kommt immer zu dieser Gegensätzlichkeit. Es ist eine ambivalente Existenz, die da entsteht zwischen Außen und Innen. Zu viel Schutz erzeugt eine Revolution. Und durch diese Revolution wird dieses Individuum überhaupt erst definiert. Diese Eigenschaften sind erkämpfte Eigenschaften. Die Selbstverständlichkeiten, mit denen wir den Alltag verbringen, sind erkämpfte Eigenschaften des Lebens. Wenn wir diesen Kampf weiterführen, dann sind wir ungeschützt. Gleichzeitig erzeugen wir diesen Schutz in einer freien Gesellschaft, in der wir uns bewegen können. Deshalb ist die Individualität niemals unabhängig von diesem Pool, von dieser Suppe, in der der Mensch schwimmt. Die Spannung entsteht erst, oder das Interesse an so einem Individuum, am Menschsein selber, entsteht erst durch das Fehlen der Definition, durch diese weißen Flecken auf der Landschaft. Dort passiert überhaupt erst die Menschwerdung. Dort entsteht Spannung, dort entsteht aus der Unsicherheit entsteht eine neue Sicherheit, eine Definition, die sie auflöst, zerstört und selbst wieder neu erschafft. So gesehen ist dieser Versuch immer gleichzeitig sinnlos und völlig abstrus, völlig absurd und wichtig zugleich.